ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Sie sehen, hier sitzt nicht Matthias Höhn. Der ist kurzfristig erkrankt. Dass ich jetzt hier sitze, ist ein Beweis dafür, dass wir im Team arbeiten. Hier vertritt auch mal der Vorsitzende den Geschäftsführer. Ich möchte folgende Themen, Debatte um Mindestlohn, um Drohnen und dann noch ein paar Sätze zu dem Gespräch mit Gabriel, das ja durch die Medien gegangen ist. Erstmal nochmal die Debatte um den Mindestlohn. Inzwischen wird ja auch von Frau Nahles bestätigt, dass weitere Ausnahmen vorgesehen sind. Wir teilen hier ausdrücklich die Einschätzung von Frank Psirske, dem Verdi-Vorsitzenden, an der Kritik dieser Ausnahmepläne der Bundesregierung. Für mich, ich habe gar kein Verständnis dafür, warum Jugendliche, die die gleiche Arbeit machen wie junge Erwachsene, weniger bezahlt bekommen. Hier muss einfach der Grundsatz gelten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Empörend tut mich, dass Langzeitarbeitslose in Deutschland, die ohnehin ständig sanktioniert werden, am untersten Rang stehen, weniger wert sein sollen als andere. Die Ausnahmen bei den Erntehelfern, wo dann Kost und Logis noch angerechnet werden, öffnet Tür und Tor für ständige Willkür. Und ärgern tut mich die ganze Sache mit den Zeitungsausträgern, für die ich im Übrigen als Gewerkschafter wirklich gekämpft habe, dass die mal tarifliche Regelungen kriegen, was ungeheuer schwer ist in dieser Branche. Das sind Menschen, die bei Wind und Wetter rausgehen, morgens um 4 die Zeitungen austragen, Stundenlöhne zwischen 4 und 6 Euro häufig haben, dass die jetzt nicht sofort den gesetzlichen Mindestlohn bekommen sollen, ist unerhört. Die ganze Sache mit den Ausnahmeregelungen artet ein bisschen zum Satireprogramm der SPD aus, weil sie hat ja versprochen, zügig den gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, dass der jetzt nicht flächendeckend erfolgt, sondern Millionen Menschen ausgenommen werden, widerspricht eindeutig dem Wahlprogramm der SPD und ist auch ein Betrug an den Wählern, aber auch an den eigenen Mitgliedern, die ja ausdrücklich mit dieser Vorgabe dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben. Wenn wir je 2017 mitregieren sollten, würden wir doch in den ersten 100 Tagen dafür sorgen, dass diese Ausnahmen abgeschafft werden. Lassen Sie mich aber auch noch einen Satz als Gewerkschafter dazu sagen. Ich finde die Kritik der Generalsekretärin der SPD, der Frau Fahimi, an Herrn Psirske unangemessen. Das ist irgendwie der Ton, den wir von der Agenda 2010 seit kennen und wo es doch zu einem deutlichen Bruch zwischen Gewerkschaften und SPD kam. Ich glaube, sie sollte sich hier zügeln und die Einwände der Gewerkschaften ernst nehmen. Für die Gewerkschaften ist es nämlich eines ihrer zentralsten Reformprojekte und ich glaube, da ist es nicht angemessen, die Gewerkschaftsvorsitzenden so abzukanzeln. Zweitens die Debatte um die Drohnenbeschaffung. Frau von der Leyen kann es nicht lassen. Sie will offensichtlich den Ruf nicht mehr loswerden, deutlich mehr für Auslandseinsätze und für Kriegsvorbereitungen zu tun. Und jetzt kommt offensichtlich der nächste Schritt. Die ganze öffentliche Debatte ist insofern ein bisschen skurril, dass ja offensichtlich die Beschaffung dieser Drohnen schon in den Haushalt eingestellt ist oder zumindest in dem Etat für die Bundeswehr schon eingestellt ist. Also wir erleben eine gewisse Geisterdebatte, weil offensichtlich sind zumindest bei ihr die Würfel schon gefallen. Wir sagen noch einmal ganz deutlich, wir sind absolut gegen diese Anschaffung von Drohnen. Drohnen erleichtern die Kriegsführung, sie machen es anonym. Es hat sich auch im Übrigen gezeigt, dass sehr viele Unschuldige sterben müssen. Mit unserem Grundgesetz und mit unserem Auftrag ist das nicht vereinbar, definitiv nicht. Das hat auch Herr Bartels von der SPD nochmal beteuert. Die Frage ist nur, wenn ein Teil der Großen Koalition das auch so sieht, warum dann überhaupt darüber diskutiert wird. Wir sollten uns gerade mit unserer Geschichte
Wir reden jetzt über 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkrieges einer ganz anderen Debatte zuwenden, nämlich zu schauen, wie eine internationale Konferenz oder ein internationaler Konvent gemacht werden kann, der ausdrücklich untersucht und diskutiert, wie man den Einsatz von Drohnen international ächten kann. Ich glaube, das wäre die bessere Alternative. Drittens die Debatte um rot-rot-grüne Regierungsbündnisse und unser Treffen mit dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Zwischenzeitlich ist es ja öffentlich bekannt geworden. Man muss vielleicht noch dazu sagen, nicht von uns. Zunächst vielleicht noch ein Wort zu dem Treffen. Also wir halten das für völlig selbstverständlich, dass sich die Vorsitzenden der Parteien zu Gesprächen treffen, betrachten das als auch als Ausdruck einer gewissen Normalisierung. Die SPD hat ja auf dem letzten Bundesparteitag ausdrücklich beschlossen, dass sie Koalitionen und Zusammenarbeit mit der Linken nicht mehr ausschließt. Da gehört es auch zur Normalität, dass solche Gespräche stattfinden. Dass natürlich die Debatte jetzt und die Spekulationen über Rot-Rot-Grün damit angeheizt werden, war zu erwarten. Schließlich verbreitet die Große Koalition ja irgendwie große Langeweile. Und so eine Debatte sorgt dann doch ein bisschen für mehr Spannung. Jetzt kommen auch wieder die ersten Distanzierungen, die ersten Äußerungen. Ich würde mal davor warnen, diese Äußerungen alle nicht überzubewerten. Völlig klar, die SPD ist jetzt in eine große Koalition eingetreten. Sie muss gucken, wie sie da heil wieder rauskommt. Wir bleiben dabei. Wir wollen einen grundlegenden Politikwechsel. Wir machen auch die Zusammenarbeit ausschließlich an Inhalten fest und nicht irgendwie an Befindlichkeiten. Wir sind auch der Meinung, dass wir jetzt erstmal die klare Oppositionsführerrolle im Deutschen Bundestag haben. Momentan steht außer in den Länderbereichen eine solche Debatte nicht an. In den drei Landtagswahlen im Osten steht sie dann an und wird sicher auch noch ihre Auswirkungen zeigen. Was jetzt aber immer kolportiert wird, dass die Außenpolitik der einzige Hinderungsgrund ist, ist wahrscheinlich zu einfach. Wir glauben, dass eine große Grundsatzfrage die Verteilungsfrage ist. Wenn wir nicht uns dazu durchringen können, in größerem Ausmaß zwischen Reich und Arm umzuverteilen und die großen Vermögen und Einkommen stärker zur Finanzierung des Gemeinwohls heranzuziehen, wird es keine Reformspielräume für einen grundlegenden Politikwechsel in diesem Land geben. Deswegen hat es für uns oberste Priorität. Wir müssen darauf drängen, dass Spielräume für soziale Reformen und Spielräume, insbesondere auch für öffentliche Investitionen, freigeschaufelt werden. Das ist ohne Umverteilung nicht zu machen. Und das wird eine zentrale Schlüsselfrage eines Zukunftsprojektes sein. Dankeschön. Und nun Zeit und Raum für Ihre Fragen. Bitte schön. Ja, also die Auflösung des FDS hat ja nicht stattgefunden, wie wir am Wochenende erfahren konnten, sondern sie haben eine neue Führung gewählt. Ich sehe gerade, ehrlich gesagt, gar keinen dramatischen Auseinandersetzungskampf der Flügel, sondern wir brauchen natürlich Flügel, um bestimmte politische Klärungsprozesse herbeizuführen. Und wenn Sie dazu einen produktiven inhaltlichen Beitrag leisten, dann bin ich sehr dankbar dafür, weil wir brauchen natürlich als linke Partei Debatten, inhaltliche Debatten und dürfen da keinesfalls irgendwie uns in so ein Wolkenkuckucksheim flüchten. Andererseits geht es am Wochenende hauptsächlich darum, zwei Dinge zu tun. Wir müssen die Nachwahlen, also den geschäftsführenden Parteivorstand vervollständigen und die Beisitzer nachwählen.
Und andererseits wollen wir ein Arbeitsprogramm verabschieden mit Arbeitsschwerpunkten der nächsten Monate. Dazu gehört insbesondere natürlich die Unterstützung bei den anstehenden Landtagswahlen. Dazu gehört eine langjährige Kampagne zur Frage prekäre Arbeit und prekäre Beschäftigung. Und dazu gehört unsere Kampagne gegen die Freihandelsabkommen und gehört auch, was wir alles noch auf den Weg bringen wollen, um den Parteiaufbau zu befördern und weiterzubringen. Wir sind ja durchaus mit dem Erreichten nicht zufrieden, obwohl wir gerade einen guten Zulauf an neuen Mitgliedern zu verzeichnen haben, und gehört natürlich auch noch mal die Schärfung unserer Aktivitäten zur Friedenspolitik.